Einfach eine schöne Atmosphäre in dieser Halle, so viele Leute, andere Nationen, die man hier trifft. Ob Olympioniken oder Weltmeister, alte Hasen oder neue Gesichter, am 4. Adventswochenende zieht es 400 Bogenschützen aus ganz Europa ins Horst-Korber-Sportzentrum, um sich beim International Archery Tournament Berlin Open zu messen. Die Berlin Open sind ein großer Wettkampf und ich mag die Atmosphäre. Ich bin stolz, Gewinnerin davon zu sein. An drei Tagen treten die Schützen in Compound und Recurve an. Besonders am Herzen liegt dem Ausrichter Berlin-Brandenburg Archery e.V. dabei die Teilnahme der Parasportler. Für mich sind sie besonders, weil hier viele Parasportler auch vertreten sind und man irgendwie mit allen anderen zusammen an der Schießlinie stehen kann. Und es ist schon schön, dass es auch gewertschätzt wird. Mitten ins Gold trifft der niederländische Vorjahressieger Steve Weiler im großen Finale. Und das jedes Mal, sein Gegner aus Kroatien, chancenlos. Es ist wirklich sehr toll. Ich habe diese Woche ein anderes Material verwendet und es ist toll zu sehen, dass es funktioniert. Weiler ist nicht nur der Star des Tages, sondern auch derjenige, der den letzten Deutschen im Halbfinale bezwingt. Die Rede ist vom 16-jährigen Talent Phil Lütmerding aus Hessen. Doch eine Chance auf die Bronzemedaille hat er ja noch. Nun sind alle Augen auf ihn gerichtet. Ihm gegenüber steht der Pole Sławomir Naploszek, Olympionike und polnischer Meister. Es steht 4-4. Für Lütmerding ist noch alles möglich. Wer wird jetzt einen kühlen Kopf bewahren? Es ist Phil Lütmerding. Er kann es selbst noch gar nicht fassen. Das Gefühl, Dritter zu sein bei so einem großen Turnier, ist schon was Schönes. Und dann noch zu wissen, ich habe einen Olympioniken rausgeworfen. Und das ist nicht die einzige Medaille für die Deutschen, denn Jule Lammers sichert sich im Goldfinale Recurve Para gegen den slowenischen Paraolympioniken Dejan Fabcic Silber. Hinter dieser Medaille steckt für die 19-Jährige eine ganz besondere Geschichte. Ich habe schon zwei Mal vorher bei den Berlin Open mitgemacht. Da hat es leider nicht zu dem Bronze- oder Goldfinale gereicht. Ein Goldfinale der Extraklasse zeigen auch die Tschechin Marie Horáková und Jungmin Lim aus Polen. Horáková ist erstmals bei den Berlin Open dabei und versetzt die Zuschauer regelrecht ins Staunen. Sie trifft fast alle Pfeile ins Goldene, bis auf einen Pfeil nicht. Kein Wunder, dass sie das Aushängeschild ihres Heimatlandes ist und die Olympischen Spiele in Paris anpeilt. Es war schnell, aber ich war zuversichtlich genug und jetzt genieße ich es. Hier noch einmal eine Übersicht der Siegerinnen und Sieger bei den Berlin Open. Ein perfekter Jahresabschluss für alle Bogenschützen. Spätestens in einem Jahr, also bei der nächsten Ausgabe der Berlin Open, werden wieder Top-Sportler aus ganz Europa im Horst-Korber-Sportzentrum um die Trophäen kämpfen.